Herzlich willkommen zum letzten Teil des großen Sport-News-Checks. Nach dem HC Meran, dem HC Gröden und den Rittner Buben bilden die Wipptal Broncos den Abschluss unserer Serie. Neben mir steht Markus Gander, das Aushängeschild der Wildpferde. Er wird uns das Team im Detail vorstellen. Ich glaube, der beste Spieler ist mit Abstand der Fabian Hackhofer. Stärkster Neuzugang. Ich sage mal, alle drei Ausländer. Nach seiner Zeit in Bozen, ich glaube, wir wissen alle, dass der Robi am härtesten zuschlagen kann für alle. Ja, da gebe ich zu 100%ig recht. Ich meine, schau doch mal deinen Arm an. Jetzt hat mich einmal die Polizei auch gehalten und gefragt, weil ich meinen Waffenschein gelassen habe für meine Augen. Deswegen verstehe ich vollkommen, also gib ihm ganz recht. Zur Zeit, Mannschaftsgasse, schaut ein wenig schwach aus. Ist noch nicht wirklich in Gang gekommen, seit wir da in Brixen sind. Am meisten in Kraftraum ist sicher der Paul Eisele. Er versucht wirklich alles, um sich in Form zu halten und ist eigentlich den ganzen Tag im Kraftraum. Stimmt nicht ganz, aber ich glaube, für den Beachball tue ich alles und den Gitsch gefällt es. Der Daniel Erlacher, er postet dann ganz bärige Sachen und unterhaltet uns damit eigentlich allem recht gut. Ja, wenn es beim Hockey nicht so läuft, dann probiere ich mich beim Influencer. Zum Abschluss bitten wir natürlich auch die Broncos zu unserer traditionellen Challenge. Wir wollen wissen, wer ist der schnellste Spieler im Team? Das verrät uns natürlich Markus Gander. Der schnellste Spieler im Team ist der Alessio Nicolai. Er ist jung und spritzig, aber ich glaube, das Beste ist, wenn wir uns umschauen, wie schnell das er ist.